Die neue Ampelkoalition kommt. Am 26.09. war Bundestagswahl. Diese endete für Laschets Union fatal. Nach 12 von 16 Jahren Großgehampel haben wir jetzt die SPD, liberal-grüne Ampel. Merkel, als unsere Mutti hochgepriesen, führte uns durch viele Krisen. Innenpolitisch hielt sie sich oft bedeckt, hat sich lieber in der Außenpolitik versteckt. Doch in der Bankenkrise hat sie Mut bewiesen, mit Steinbrück Hand in Hand, die Konjunktur verfiel nicht allzu sehr im Sand. In ihrer zweiten Amtszeit ging sie mit den Liberalen, doch diese wurden von ihr zermahlen. Diese durften ihre Steuergesetze nicht umsetzen. Dann in der Bundestagswahl 2013 in Fetzen im Bundestag nicht mehr vertreten. Ebenso hat sie in Amtszeit 3 die SPD zerschlissen und später selbst die eigene zerrissen. Zu Amtszeit 4 wollte die SPD nicht mehr. Also musste Jamaika her. Doch Lindner FDP musste konstatieren, es ist besser nicht, als falsch zu regieren. Die SPD noch weiter schmollte und zu 100% nicht mit Merkel wollte, doch aus dem Bundespräsidentenamt wurden sie zum Regieren verdammt. Frau Merkel sagte einst, wir schaffen das. Und Scholz wird sagen, wir machen das. Den Beweis habe ich noch nicht. Und jetzt höre ich auf mit diesem Gedicht.